Die Überlegungen gehen dahin, eine Abschaltung direkt an den Modulen vorzunehmen, sodass die maximal zulässige Spannung von 120 Volt nicht überschritten wird. Die Abschaltung sollte automatisiert bei Störungen in der Anlage oder bei Abschalten der Gebäudeversorgung im Einzelfall erfolgen. Man ist daher bemüht, dass die Forderung nach einer Abschaltung in das bereits vorhandene Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik für Photovoltaikanlagen gegebenenfalls ergänzend in die baurechtliche Regelung zu Bauprodukten aufgenommen werden, ist aber zurzeit noch nicht erfolgt. Die Problematik sieht, wie Sie sehen, von der Photovoltaikanlagen nicht von der Ausrüstung der Feuerwehr ab. Vielmehr muss dafür Sorge getragen werden, dass Einsatzkräfte nicht durch herabhängende Leitungen von Photovoltaikanlagen verletzt werden. Brände an Photovoltaikanlagen können gelöscht werden. Allerdings gilt für die Einsatzkräfte derzeit die Regelung, genügend Abstände zu den stromführenden Leitungen zu halten und somit auch höchste Vorsicht walten zu lassen. In den letzten Jahren haben die Feuerwehren aus den Erfahrungen mit Bränden an Photovoltaikanlagen gelernt. Eine Zusammenfassung aller Gefahrenpotenziale findet man in dem Merkblatt Einsätze an Photovoltaikanlagen, das die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes im Januar 2007 als Handlungsanweisung für die Feuerwehren herausgegeben hat. Darüber hinaus wird in der Führungskräfteausbildung an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern auf die Thematik eingegangen und im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr auch Ausbildung gemacht. Nichtsdestotrotz erhebe ich weiterhin die Forderung, dass die Hersteller von Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen, die technischen Voraussetzungen schaffen, dass hier eine Abschaltautomatik einsetzt. Damit wäre Frage 10 auch beantwortet. Wie bewertet die Landesregierung die Änderung des Kaufvertrages und den damit einhergehenden geplanten Verzicht der Stadt und des Landkreises Parchim auf einen erheblichen Teil des Kaufbetrages im Zusammenhang mit dem Erwerb des Flughafens Parchim durch die chinesische Firma Link Global? Herr Abgeordneter Köster, die Änderung des Grundstücksverkaufsvertrages unterliegt der Genehmigungspflicht nach der Kommunalverfassung. Das Innenministerium ist jetzt nach Sichtung der durchaus umfangreichen Unterlagen und nach Bewertung der Begleitumstände aktuell in eine Anhörung oder in ein Anhörungsverfahren eingetreten. Der Landkreis hat nunmehr entsprechend dem Gebot zum rechtlichen Gehör die Gelegenheit, alle Argumente, die für die vorgenommenen Vertragsveränderungen sprechen, sowie die vorgenommenen Abwägungen zu gegebenenfalls bestehenden Alternativen vorzutragen, sodass zum jetzigen Zeitpunkt eine abschließende Bewertung dieses Vorganges aus Sicht meines Hauses und auch von mir selbst noch nicht getroffen wird. Aber Sie können sicherlich erkennen an der umfangreichen Prüfung, dass es sehr intensiv geprüft wird und dementsprechend auch davon auszugehen ist, dass wir uns mit dieser Entscheidung noch länger befassen werden müssen. Wie, Zusatzfrage, welche Frist hat denn der Landkreis bzw. die Stadt Parchim im Rahmen dieses Anhörungsverfahrens zu einer Stellungnahme? Zum Anhörungsverfahren endet die Frist meines Kenntnisstandes Ende des Monats. Wie viele Sexualstraftäter befinden sich derzeit in Mecklenburg-Vorpommern in Haft, Sicherungsverwahrung, Unterbringung in der Forensik? Herr Pasteurs, ich halte es zunächst für erforderlich, den von Ihnen verwendeten Begriff des Sexualstraftäters aus rechtsstaatlicher Sicht zu definieren. Es handelt sich hierbei um Personen, die gegen einzelne oder mehrere Paragraphen des 13. Abschnitts des Strafgesetzbuches mit der Überschrift Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verstoßen haben. Aus kriminologischer Perspektive verbietet es sich, angesichts einer sehr heterogenen Klientel, welche ein breites Spektrum von Tatabläufen mit sehr unterschiedlichen Motiven abdecken, von dem Tätertyp des Sexualstraftäters zu sprechen. Die verwirklichten Straftatbestände reichen nämlich von gewaltlosen Normverstößen, zum Beispiel exhibitionistische Handlungen, über sexuelle Gewalttaten bis hin zu Straftaten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, zum Beispiel Zuhälterei oder Menschenhandel. Aus diesen Gründen kann ich auch eine seriöse Aussage zu der statistischen Rückfallwahrscheinlichkeit jeweils nur Delikts und persönlichkeitsspezifisch getroffen werden. Nun zu Ihrer Frage konkret. Wegen Straftaten nach dem 13. Abschnitt des StGB befinden sich derzeit in Mecklenburg-Vorpommern 94 Verurteilte in Haft und ein Verurteilter in Sicherungsverwahrung. In unseren Kliniken für forensische Psychiatrie
befinden sich derzeit insgesamt 58 Patienten, die wegen Sexualdelikten eingewiesen wurden. Zusatzfrage. Gibt es Auffälligkeiten während der Zeit des Strafvollzugs, die speziell dazu führen, während der Haftzeit, die speziell dazu führen, dass hier bei den Gefangenen über eine anschließende Sicherungsverwahrung ernsthaft nachgedacht werden muss? Oder woraus schöpfen Sie die Motivation, dann anschließend die Sicherungsverwahrung zu verhängen? Herr Pastor, die nachträgliche Sicherungsverwahrung kann nur verhängt werden, wenn während der Haft neue Tatsachen hinzukommen, die eine nachträgliche Sicherungsverwahrung auch ermöglichen. Das heißt also, egal welcher Täter es auch immer ist, er muss schon während der Haft erneut seine kriminelle Energie und seine weitere hochgradige Gefährlichkeit durch neue Tatsachen in der Justizvollzugsanstalt deutlich machen. Wenn das der Fall ist und die Voraussetzungen vorliegen, wird auch alles getan, um einen entsprechenden Antrag zu stellen. Nächste Frage. Wie viele Sexualstraftäter werden jeweils voraussichtlich im Laufe der Jahre 2010, 11 und 12 aus der Haft, der Sicherungsverwahrung oder der Unterbringung in der Forensik entlassen? Im Laufe des Jahres 2010 werden von diesen Personen voraussichtlich noch 6, im Jahr 2011 voraussichtlich 34 und im Jahr 2012 voraussichtlich 20 Täter aus der Haft entlassen. Maßregeln der Besserung und Sicherung wurden in den vorgenannten Fällen nicht angeordnet. Die Entscheidung darüber obliegt den erkennenden Gerichten, welche die formellen Voraussetzungen jeweils im Einzelfall prüfen. Für weitere 6 Gefangene endet in den Jahren 2010